So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Shard. So, ich glaube, nach dieser Aufnahme mache ich dann erstmal eine Pause. So, und ich habe mir die ganze Fähigkeit durchgelesen und ich werde mal hier Kyle ausprobieren, der schon so vom Charakter her eher mein Typ ist. Der sarkastische Typ. Sucht ihr Ärger? Du hast ein neues Ziel erhalten. Sammle 1000 Gold, um mit 500 Erfahrungspunkten belohnt zu werden. Quelle die Stadt Qualatesh. Finde einen Weg durch die alte Elfenstadt Qualatesh, die tief im Inneren Kybers der Unterwelt liegt, und trete beim Ring der Stürme wieder an die Oberfläche. So, ich muss 1000 Gold sammeln. Na gut, wieso nicht? Um 500 Erfahrungspunkte zu bekommen. Magieschmiede bereits zum Einsatz. Die Magieschmiede haben ihre Erkundungen der umliegenden Gebiete abgeschlossen. Okay. Und sind bereit zum Einsatz. Magieschmiede sind für ihre mächtigen Verzauberungen bekannt, können mit dem Zauber Bären stärken und den Schaden vergrößern, den Verbündete austeilen. Außerdem sind sie die einzigen, die beschädigte Kriegsschmiedete reparieren können. Kriegsschmiedete. Achso, das heißt, ich bin die Stimme nicht der Flamme. Die Typen, genau die Typen können also beispielsweise meinen Typen heilen, oder was? Wir können jetzt Magieschmiede produzieren, indem wir eine Gilde der Magieschmiede bauen, sobald wir einen verfügbaren Nexus finden. Nexus ist unser Hauptteil. So, schnell sammeln. Achso, Passivfähigkeit. Held? Da drüben soll das sein, wie? Na, schick mich mitten ins Kampfgewühl. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Nein, habe ich eigentlich keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Ja. Geschundene Seele, seid gegrüßt, Fremde. Seid ihr gekommen, mich von meinen Qualen zu erlösen? Ein Fluch hält mich gefangen in diesem verlassenen Ort, als Strafe für Verbrechen, die ich nicht begangen habe. Die Bewahrer des Schlüssels müssen sterben, damit ich befreit werde. Wenn ihr mir helft, sie zu besiegen und mir den Schlüssel bringt, werde ich euch allen meine irdischen Besitztümer geben. Die Bewahrer werden erwachen, wenn ich sie rufe, und angreifen, da ihre Ruhe gestört wurde. Einer von ihnen muss den Schlüssel haben, der mich befreit, wenn sie mich nicht vorher wieder unterwerfen. Bereitet euch vor und sprecht erneut mit mir, wenn ihr soweit seid. Ja, da mache ich mit. So, jetzt erstmal so ein bisschen hier so. Ich hatte schon mal mehr Spaß. Fallen finden, entschärfen. Okay. Verbergen. Der hat ziemlich viele Fähigkeiten. Klingenhagel weiß ich. Tod betrügen, ja. Da drüben soll was sein, wie? Ich habe so lange auf diese Chance gewartet, war Ewigkeiten gefangen an diesem Ort, ist mir das Zeitgefühl verloren gegangen. Sie werden sich auf mich stürzen, sobald ich sie rufe. Lasst nicht zu, dass sie mich unterwerfen, denn sonst kann ich euch nicht belohnen. Einer von ihnen hat den Schlüssel, bringt ihn mir. Du hast ein neues Ziel erhalten. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Ich habe einen besonderen Dolch, nur für dich. Das höre ich gern. Koste meinen kalten Stahl. Ja, okay. Wie geht es? Jetzt ist es so. Ja. Komm doch hin. Nein. Weil der Typ nicht von dem abhalten wollte. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dir. Das ist scheiße. Mitten ins Kampf gehen. Ja. Okay. Gut, habe ich verkackt. Mal wieder. Da drüben soll was sein, wie? Na gut. Wieso nicht? So, ja, bei Truhen müssen alle ein bisschen länger sammeln, da die ein bisschen mehr enthalten. Da mache ich mit. Ich muss 1000 Gold sammeln. Ja, ich leck mich damit. Ich 500 Erfahrungspunkte bekommen. Ah, da ist eine Truhe. Ich hatte schon mal mehr Spaß. Ah, sondern keine Zombies kommen. Ich mag Zombies sein, nicht. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Nicht, weil ich Angst habe oder so von denen, aber
mag die einfach nicht. Gehe sie schon in die Seele, um sie zu erlösen und die Blume zu halten. Ja, das ist schief gelaufen. Ja, da mache ich mit. Wer will noch mal? Boah, das ist jetzt kacke. Die gehen nirgendwo hin. Kleriker. Zeigt mir, wo die Schlacht ist. Das machen wir mal aus. Was ist dabei für mich drin? Was gibt's zu töten? Machen wir aus, sagte ich. Kleriker. Dauert mir zu lang. Wir rasten. Eine Schriftrolle. Mal wieder. Okay. Gut zu wissen. Wie komme ich da rein? Ich will da rein. Das sind noch mehr Schatztruhen. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. So, das holen wir mal. So, das Gold ist unsers. Ich hoffe, ihr wisst, was ich will da unten rein. Was haben wir eigentlich dafür eine Schriftrolle bekommen? Ich hatte schon mal mehr Spaß. Na gut, wieso nicht? Ja, ich sollte vielleicht erwähnen, ich bin nicht gerade der Beste in solchen Spielen. Aber ich spiele sie gerne. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Schön, dass mein Typ hier eigentlich Fernkämpfer ist. Ich dachte, wir Nahkämpfer. Egal. Ich hatte schon mal mehr Spaß. Ja, da mach ich mit. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich hatte schon mal mehr Spaß. Der Typ soll... Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Die Flamme lodert hell. Wie die Flamme befiehlt. Ich bin... Habt ihr was zu tun für mich? So. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Ja. Ja. Das hier werde ich sicher nicht besiegen können. Ich glaube, das kannst du vergessen. Okay, hier ist das Teil. Ich will da rein. Du hast ein neues Ziel erhalten. Oh Gott. Hilfe für den alten Magier. Der Magier möchte, dass du den nahen Hebel umlegst. Wähle dazu eine Einheit und rechtsklicke dann den Hebel. Welchen Hebel? Damit nicht den Hebel, oder? Was für ein Hebel? Ich marschiere einfach weiter. Da drüben soll das sein, wie? Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Was für ein Hebel. Ich marschiere einfach weiter. Ernsthaft, was für ein Hebel. Ich hatte schon mal mehr Spaß. Na gut, wieso nicht? Ich sehe keinen Hebel. Was ist das? Okay. Ach so, ein Tranklabor. Was ist dabei für mich drin? Ich hatte schon mal mehr Spaß. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Du bist genauso ein Pessimist wie ich. Pfeile bereit! Sucht ihr Ärger? Du hast die Kontrolle über einen Ort der Kraft übernommen. Ah! Solche Teile meinte ich. Irgendwann im ersten Part, glaube ich.
das im ersten oder zweiten gesagt habe. Und zwar geben mir die Teile jetzt irgendeinen Bonus. Wenn die Zauberenergie Regeneration aller nahen Einheiten. Ich kann die Teile leider auch verlieren. Wir gehören der Teufel eine enorme Bässe aus den neuen Höhlen Barthors. Wird von Champions. Ah ja. Ich bin sofort das Ganze zurück. Solche scharf und bereit. Solche scharf und bereit. Ich habe ein schlechtes Gefühl. So, alles erstmal raushauen. So, schick mich mitten ins Kampfgerät. Das höre ich gerne. So. Jetzt drinnen. So, mein Geld. Du hast ein neues Ziel erhalten. So viele neue Quests. Was ist denn los? Hilfe für einen erweckenden Golem. Der schlafende Golem wird erwachen, wenn seine Wächter geblendet werden. Erwecke den Golem und er wird dir dienen. Ja. Hat sicherlich was hier mit den Augen zu tun. Ah, da ist die Fontäne. Ich marschiere einfach weiter. Da will ich doch welche haben. Ich sag, die wäre tot. Meine Fresse. Ich sag, ich bin auf jeden Fall, weiß es nicht. Was für ein Graf. Ich verliere langsam Einheiten. Das ist sehr schlecht. Ich habe viele Einheiten verloren. Wenn ich auch noch diese gehörende Bässe niedermachen muss, dann habe ich voll verkackt. Ja, der Golemächter. Oder Wärter? Wärter. Okay. Egal. Kommt aufs Gleiche hinaus, teilweise. Teil der Kriegstitanen. Diesen Teil eines Kriegstitanen, einem tödlichen bewussten Konstrukt aus Stahl und Hartholz. Wenn alle drei Teile gefunden wurden, kann das Titan... Schmiedegebäude errichtet werden, in denen Kriegstitanen konstruiert werden können. Du hast ein neues Ziel erhalten. Es gibt drei. Oh man. Kriegstitanenteile. Scheint magisches Potenzial zu haben, Questgegenstand zu kaufen. Oh man. Ja, jetzt muss ich wieder warten. Jetzt kann ich mich ein bisschen umgucken. Ich könnte ja eigentlich auch... ich hätte ja auch zu der Fontäne gehen können. Wie? Nee. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Da hole ich jetzt erstmal ab. Da drüben soll das sein, wie? Ich marschiere einfach weiter. Da habe ich, glaube ich, irgendwas gesehen gerade. Ja. Wen soll ich aufspüren? Dolche scharf und bereit. Die unbekannte Tränke identifizieren kann. Oh, super. Ich bin für alles bereit. Held? Nicht das, was ich wollte. Klar. Na gut. Wieso nicht? Ich hatte schon mal mehr Spaß. Ja, da mache ich mit. Ein Ziel ist erreicht worden. Okay. Ach so, das mit dem 1000 Gold. Ich habe Erfahrung bekommen. Anscheinend mitten ins Kampfgewühl. Gegenstand erhalten, unbekannte Fähigkeit. Ja, ich bin hier. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Geht's jetzt los? Du gehst dahin. Du gehst dahin.
Ein Ziel ist erreicht worden. Okay, ich habe jetzt einen Golem. Du hast nun das Kommando über einen Eisengolem. Er wird dir wie eine normale eine dienen, kann aber weder Gold noch Drachensplitter einsammeln. Ja, sammelt 1000 Gold, erwecke den Golem. Habe ich. Gemacht beide. Held? Ich? Klar. So. Da hinten sollte nichts mehr sein. Da hinten gehe ich jetzt auch ungern hin. Uraltes Schild. Ah! Ein Schild nahe dieser uralten Treppe beschreibt ein verstecktes Tal an der Oberfläche. Ein friedlicher Ort voll Licht und Lachen. Angst und Sorge werden verblassen. Ich will da aber noch nicht rein. So. Stufen aufsteigen. Mit Erfahrungspunkten können die Champions aus demselben Gebäude Stufen aufsteigen. Die neue Stufe kann im Gebäude oder im Königsmenü gekauft werden. Ich dachte, er kann nichts aufsammeln. Drücke die oberste Schaltfläche zwischen den beiden Minikarten, um das Königsmenü aufzurufen. Ja, da Königsmenü und so. Aber... Flamme. Wenn man sehen kann, kann ich dann gar nicht machen. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. So, verschlossene Schatztruhe. Diese Schatztruhe hat ein Schloss der Schwierigkeit 2. Um sie zu öffnen, wird eine Schurke der zweiten Stufe benötigt. Finde ein Lager, um mehr über den Stufenaufstieg von Einheiten zu lernen. Keine Chance. Ja, da mache ich mit. Super. Soweit ich weiß, bin ich ja eine Schurke. Der Orden der Flamme entdeckt eine uralte Wandmalerei, welche die Geschichte des Herzens von Sibiris erzählt. Oh, nicht gut. In dem großen Krieg, der den Ursprung der Zeit darstellt, opferte Sibiris, die Drachengöttin des Lichts, sich selbst, um Kyber, den Gott der Finsternis, zu bezwingen. Als sie zerstört wurde, verwandelte sie sich in einen gewaltigen Gürtel magischer Drachensplitter. Der größte dieser Splitter, das Herz von Sibiris, fiel vom Himmel herab in den Ring der Stürme. Aufgrund seiner gigantischen Ausmaße besaß es unbegrenzte Macht. Die Bewahrer des Herzens konstruierten einen mystischen Schild um den Splitter, der nur mit Hilfe dreier Siegel des Lichts überwunden werden kann. Denn eines wussten sie, wenn seine Macht in die falschen Hände fiel, würden viele umkommen. Und Leid und Elend würden das Land verzehren. Okay, ich dachte schon, da würde jetzt gleich ein Vieh kommen, das nicht so toll wäre. Und da habe ich einen Teil gesehen. Ein sehr interessantes Vieh. Ich hatte schon mal mehr Spaß. Na, schade. Dafür werde ich jetzt. Ich dachte, ich schaff's mal. Den zu kriegen vor. Ein Ziel ist erreicht worden. Hatte schon mal mehr Spaß. Die Titanspiele ist ein Gebäude des Ordens der Flamme, in dem Kriegstitanen konstruiert werden können. Also ich glaube, solche Dinger. Ja, Kriegstitanen, das lese ich nicht durch. Ja. Nein, Mann. Hilfe für einen Hebel umlegst, bildet seine Einheit. Ja, die Frage ist, was für ein Hebel. Da mache ich mit. Gehen wir mal hierher. Ich habe einen besonderen Dolch. Nur für dich. Koste meinen kalten Stahl. Ich habe nur noch einen. Ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Da drüben soll das sein, wie? Hier wird wahrscheinlich noch so ein Viech sein. Ich habe einen besonderen Dolch. Nur für dich. Braucht ihr mich? Scheiße. Was ist dabei? Ich hab gehofft, er verreckt mich. Das höre ich gern. Scheiße.
Scheiße, mein Titan bekommt richtig schöne Schaden rein. Könnte ich eigentlich auch an einen. Ja, aber nicht. Ich hoffe, ihr wisst, was so, da können wir jetzt erstmal abhauen. Schickt mich mitten ins Kampfgewehr. Ich marschiere. Hier hau ich jetzt doch sehr gerne ab. Und ausruhen. Ja. Ein bisschen reparieren. Muss ja schließlich auch alles sein. Ich will nicht noch mehr Einheiten verlieren, als ich jetzt schon habe. Oh Gott, ich bin so schlecht in dem Spiel. Jetzt weiß ich zumindest, was da unten überhaupt ist. Es war nichts Gutes. 80 Teile kann ich kaputt machen. Ja, sagst du es doch einer. Die Teile wahrscheinlich auch. So. Ach, die ist verschlossen. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Da drüben soll das sein, wie? So, ich will noch die Aufgabe für diesen Magier machen. Die lacht gleich wieder. Marschier einfach weiter. Aha. Aha, Trank Kampfrausch. Okay. Geht. Ich bin euer Mann. So, ich mache dann jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen, Leute, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Shard. Auf Wiedersehen und viel Spaß bei was auch immer ihr vorhabt.